So, und da sind wir dann auch schon wieder. Jetzt habe ich wieder eine ganze Folge nur über WoW gesprochen. Das wird mir auch schon angeprangert, dass ich immer so am Rande über andere Spiele rede. Aber ich kann jetzt auch nicht 2 Stunden oder 3 Stunden über Minecraft reden. Da wird man ja auch bescheuert. Huch. Huch. Hat sich schön ausgebreitet da. So, jetzt heißt es noch eine Reihe tiefer legen, das Ganze. Und dann haben wir hier alles auf gleichem Niveau. Dann heißt es noch die Wände schön machen und dann sind wir auch hier schon fertig. So. Jetzt haben wir die Lavakammer schon fast ganz umrundet. Denn da schon wieder die Lava jetzt her? Oh, fuck. Gut, dass da kein Holz liegt. So. Vor allem das Schärfste, um nochmal auf das Thema der letzten Folge zurückzukommen, das war wirklich, dass ich schuld bin. Also nicht Rai ist schuld, sondern ich bin schuld, weil ich bin ja der, der WoW-Erfahrung hat und ich müsste Rai jetzt quasi verbieten, Instanzen zu gehen. So kam das zumindest rüber. Also ich weiß nicht, ich besitze ein Online-Spiel, da kann ich Leuten verschiedene Sachen verbieten. Ich kann... auf iruini.de kann ich Leuten Sachen verbieten. In meinem Card-Dex kann ich Leuten Sachen verbieten, aber WoW gehört mir noch nicht. Betonung liegt auf noch nicht. Sobald es mir gehört, kann ich dann sagen, Rai, hör mal, ich als Besitzer, Game Designer, whatever, von World of Warcraft, verbiete dir jetzt meine Dungeons zu betreten, weil du bist zu schlecht. Wenn vielleicht irgendeiner hier auch WoW spielt, der jetzt zuhört und einen Level 85er Char hat, Heiler oder DD, das ist mir recht Schnuppe, Suppe. Ihr wisst, was ich meine. Und hat mal Lust, selbst zu gucken, wie schlecht Rai ist. Einfach mal mich als Real-Freund adden. Und dann könnten wir ja mal gucken, dass man Dungeon zusammenkriegt. Meine Real ID in WoW ist... Ich glaube, da kam gerade Redstone runter. Kann das sein? Eieiei. Gucken wir mal oben, ob es noch funktioniert. Ne, also meine Real ID raupi1000@aol.com. Scheiße. Ich hoffe, das haben wir offen da. Sind gefangen. Momentan zumindest. Dann bauen wir doch erstmal hier weiter. Ich bin gern bereit, mit jedem mitzugehen. Es ist ja egal, von welchem Server ihr kommt. Über die Real-ID kann man Cross-Realm-Invites machen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Realms abgeschafft werden. Ich denke, es wird sogar schon mit Mist of Pandaria geschehen. Es gab Andeutungen in der Richtung und ich denke, es ist eine gute Sache, wenn es die Realms nicht mehr gibt. Also quasi Auktionshaus global, alle Gruppen suchen global. Nur vielleicht, dass man halt die Spieler nur noch seines eigenen Realms rumlaufen sieht. Und vielleicht auch den Handelschannel, dass man den auch so beibehält. Also das strikte Realm-System, dass das abgeschafft wird. Dass man vielleicht auch einfach per Knopfdruck von Realm zu Realm wechseln kann. Das wäre ein großer Fortschritt. Vor allem würden dann auch endlich so Sachen aufhören, wie dass meine Gilde einfach mal vorhat, den Realm zu wechseln. Das ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Und ich sage immer nein. Ich wurde auf Rexxar geboren. Auf Rexxar habe ich die besten Jahre meines WoW-Lebens verbracht.
ich bleibe auf Rexer. Ihr könnt gehen, ich bleib hier. Ich finde das sowieso schade, dass von den alten Gilden, die wirklich dieser Gilden, die seit Classic WoW waren, oder vielmehr Rexer waren, dass die immer weiter aussterben. Man muss jetzt wirklich schon suchen, um mal einen zu finden, der so lange spielt wie ich auf dem Server. Ja, hier, die von gestern, die gehörte dazu, aber jetzt ist es auf meiner Ignore-Liste. Schade. Au, hab ich da Clearstone. Naja, hätte ich mir die ganze Rausrupferei sparen können. Ich hoffe, das reicht jetzt an Clear. Sieht aber gut aus. Ja. So, wir sind gar nicht gefangen. Hier können wir auch Clearstone wieder reinsetzen. So. Hier vielleicht noch eine Fackel. Und hier hinten müssen Fackeln dran. Unbedingt. Langsam könnte die Lava mal aufhören. So, aber jetzt gucken wir erstmal oben, ob der Mechanismus noch funktioniert oder ob ich den wirklich kaputt gemacht habe. Ei. Da fängt schon an. Also funktionieren kann er nicht mehr. Sieht es hier aus? Hier sieht es soweit alles noch komplett aus. Ja. So, dann machen wir hier eine Dreckschicht rein. Das ist wie bei Zahnfüllungen. Für innen nimmt man das billigere Material und nur außen drauf kommt das teure Material. Und ich fände trotzdem nach hinten raus, sehe es noch besser aus. Ihr könnt es euch ja vorstellen, wie es nach hinten raus aussieht, so im Köpfchen. Schade, da ist wohl doch noch mehr kaputt, als ich dachte. So. Muss ich das hier wieder alles auseinandernehmen? Ah, ich glaube, ich habe die Stelle schon. Jetzt muss ich den ja wieder dran kriegen. Das heißt, das Holz muss wieder weg. Und der Dreckklumpen darunter. So. Ein Dreckklumpen. Noch ein Dreckklumpen. Holzklumpen. Der kommt weg. Und hier kommt der Deckel drauf. Ah, klappt wieder. So, jetzt heißt das mal runtergehen, gucken, dass wir endlich die Lava da loswerden. Und sieht das jetzt schlimm aus? Na, es geht eigentlich. Es sieht so ein bisschen nach Lager- und Schrottabladung aus. Aber es stört jetzt nicht. Besonders mit dem Baum daneben. Hallo, Hund. So, jetzt können wir eigentlich den Redstone weglegen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Zumindest momentan nicht. Ach, bringen wir ihn gleich nach oben. So, jetzt heißt es erstmal die Lava bekämpfen. Ist jetzt natürlich doof hier. Müssen wir hier... So. Passt. So, dann machen wir jetzt hier die Seiten noch und dann sind wir, denke ich, fertig für heute.
Haben ja wieder mal ein paar Folgen geschafft. Trotz, dass oben Cobblestone ist, wenn wir die Wand auch aus Bricks machen. Und die Treppe wieder reinsetzen. So. Hoffe, das reicht. Sollte aber eigentlich. Naja, ich denke, wir sollten hier noch eine Reihe höher gehen. Einfach damit das übereinstimmt. So. Hm, hier auch noch einen? Nein, eigentlich nicht. Dann nehmen wir den auch wieder raus und den auch. Und setzen dafür Cobblestones ein. So. Nicht der Bringer und auch nicht der Renner, aber... Wartet mal, ich... Da. Hier hätte ich nämlich auch schon vermisst gemeldet. Aber ich finde, unser kleines Untergrundverlies, das nimmt langsam Form an. Hier muss noch eine Tür rein. Zwei also was haben wir heute gebaut? Wir haben diesen ganzen Weg hier gebaut. Also unseren Haupteingang zum Untergrund. Dann haben wir zwei Gefängnisse gebaut. Bei dem einen fehlt noch eine Tür, aber die bauen wir jetzt auch nochmal schnell rein. Wir haben, glaube ich, Eisen dabei. Sogar noch jede Menge. Dann ist das nämlich auch drin. Dann haben wir hier so ein bisschen gegraben. Das muss natürlich noch alles gemacht werden. Haben hier unseren Lava-Aussichtsraum gebuddelt. Haben dann aus unserem Haus einen kleinen Geheimgang runtergeleitet. Auch hier mit Lava-Fenster. Haben dann den Bahnhof auch noch mit Geheimgang umgebaut. In dem sogar... einem Menschen der Körper weggerissen wird. Ja. Und ich finde, da können wir mit zufrieden sein. Ich denke, wir bauen nächste Mal mit dem Untergrund weiter, sofern die Umfrage, sofern ihr jetzt nicht in die Kommentare halt reinschreibt. Nein! Bau bloß nicht mehr an deinem scheiß Keller weiter, das ist stinkend langweilig. So wie ihr das quasi auch mit meiner Eisenbahn gemacht habt, von dem Dungeon bis hierhin. Das stört mich immer noch so ein bisschen, aber da kann ich momentan noch nichts machen. Außer ich gebe dem Männchen einen Doppelkörper, dann könnte ich da eine Holzplatte hinlegen. Ah, das sieht dann nicht mehr so geil aus, dass dem hier der mittlere Körper weggerissen wird. Ich finde ja gerade dieser Effekt, dass ihm da hier der Körper quasi komplett rausgerupft wird. Das ist ja gerade das Schöne an der Anlage hier. So, und dann sehen wir uns halt zur nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, bis dahin wieder mal im Nintendo Retro-Style. Tschüss!